Hallo Leute und hey, willkommen zu Tag Nummer 7, 8 und 9 zu der 14-tägigen Abnehm-Challenge. Ja, ihr habt es bestimmt gemerkt, dass in den letzten Tagen ich es nicht durchziehen konnte, diese Videos zu bringen. Zum einen, weil es war Spätschicht und in der Spätschicht ist mein Leben, wie ich schon ein paar Mal angemerkt habe, ein bisschen unstrukturierter und chaotischer. Dementsprechend ja, abends wollte ich nicht mehr aufnehmen nach der Arbeit, da ist man natürlich ein bisschen zu platt und hat auch nicht die Gedanken für sowas. Am Morgen habe ich viel zu lange wieder geschlafen, hatte überhaupt nicht die Zeit dazu, das zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin durchgezogen, sprich alles, wie ich mich ernährt habe in den letzten Tagen und so weiter. Also diese Abnehm-Challenge war nicht abgebrochen, sondern ich konnte die Kamera nicht die ganze Zeit praktisch mit dabei haben. Jetzt wird es dunkel. ja, an dieser Stelle dachte ich einfach, hey, ich stelle die Kamera auf. Jetzt ist Donnerstag für uns, für mich jetzt gerade. Ja, obwohl, ich werde das Video heute noch aufladen. Hochladen. Also ist für euch auch Donnerstag. Das Video geht auf jeden Fall heute noch online und ja, und ich wollte, wie gesagt, an dieser Stelle einfach mal weitermachen. Ne? Es ist ja eine Woche schon vorbei. Natürlich möchte ich euch zeigen, was nach einer Woche auf der Waage stand. Das habe ich natürlich noch mit aufgenommen. Ganz kurz erzähle ich euch noch, was ich in den letzten 3 Tagen so gegessen habe. Und es war ja der Montag, Dienstag und Mittwoch, worum es sich handelt, da wo ich dann auch die Spätschicht hatte. Und am Montag war es ja so, ich wusste die ganze Zeit, hey, morgen ist das Wiegen. Ja, wie soll ich sagen, ich habe dann extra noch mal ein bisschen reingehauen. Also am Montag war ich extrem diszipliniert. Ich habe beinahe echt auch nur Früchte und Gemüse an dem Tag gegessen. Ich habe einmal das Fleisch weggelassen, habe mir wieder ein etwas, ja, sage ich mal, aufbereiteten Salat gemacht, wo ich noch extra so ein bisschen Mozzarella mit reingepackt habe und den dann gegessen und dann über den Tag auf der Arbeit verteilt, habe ich Nektarinen, etwa 5 Stück insgesamt über den ganzen Tag verteilt, gegessen, die ziemlich frisch und lecker sind bei so einer Hitze. Also da echt so Sachen wie Wassermelone oder diese Nektarinen, die wirklich viel Wasser beinhalten, schmecken da natürlich besonders gut. Und ja, dementsprechend fiel es mir nicht schwer, auf andere Lebensmittel mein Auge zu werfen, sondern ich habe die sehr gerne gegessen und war zufrieden damit. So dass ich dann am Montag, ja, also ich muss das jetzt einfach so raus erzählen, ich habe das jetzt nicht alles direkt ausgerechnet, so wie in den letzten Tagen, aber ich war definitiv unter den 1000 Kalorien. Ich weiß, ich sage immer wieder, das ist nicht gut, aber diese Übermotivation bei mir, ich war dann abends zu Hause, habe gewusst, ja, okay, wieder ziemlich wenig gegessen, aber ich will jetzt nicht essen. Ich will nicht, vor allem morgen auf die Waage. Nee, ich hab's gelassen und bin dann am Dienstag auf die Waage gegangen, wo wir auch zu dem Ergebnis gleich kommen. Ganz kurz erzähle ich euch noch von Dienstag und Mittwoch. Es ist eigentlich nichts Besonderes, es ging nach wie vor weiter. Dienstag, Mittwoch natürlich auch gearbeitet, ganz schön geschwitzt auf der Arbeit, natürlich bei den Temperaturen, ne, geht das schon ganz schön ab, sage ich jetzt mal. Und ich habe in den 3 Tagen leider keinen Sport gemacht. Ich habe es mir jedes Mal vorgenommen, aber ich war zu schwach. Ich war zu schwach, morgens wirklich aufzustehen, aktiv zu werden und rauszugehen. Ich habe echt immer ziemlich lange gepennt. Ich war abends ziemlich lange wach, weil dann dadurch natürlich, dass ich immer bis fast Mittag geschlafen habe, war ich abends nicht so wirklich müde und habe dann irgendwas gemacht hier zu Hause. Und so ist es dann gekommen, dass ich ja, nicht Sport gemacht habe. Ich wollte an einem Tag beinahe mitternachts laufen gehen. Es war sowieso warm. Ich dachte so, komm, ist doch egal, ob Tag oder Nacht, ich laufe jetzt. Habe es aber dann irgendwie doch nicht gemacht. Obwohl ich das ja schon mal gemacht habe, falls ihr euch erinnert, in einem Vlog habe ich das mal gezeigt. Und dementsprechend habe ich jetzt von Montag bis Mittwoch keinen Sport gemacht. Jetzt in den 4 Tagen, wo ich frei habe, will ich da in den Sport erst recht einsteigen. Heute will ich noch Sport machen, morgen will ich Sport machen. Ich will jetzt nicht die 4 Tage zu krass chillen zu Hause und mich kaum bewegen, sondern ich will den Schrittzähler an meiner Uhr hochhalten. Ich will ja, mich aktiv bewegen und weiterhin diesen Trainingseffekt haben, den ich ja dann auf der Arbeit nicht habe. Ich schwitze ja so zu Hause nicht so viel und bin nicht am Arbeiten, am Schuften, sondern
Ja, das will ich halt nun mal aufrechterhalten, sonst wird meine zweite Woche natürlich nicht so erfolgreich wie die erste. So, so viel zu dem Thema. Also, Dienstag, Mittwoch habe ich, sage ich jetzt mal, normal gegessen. Ich habe wieder mein Fleisch gemacht, viel Salat. Also, Salat ist bei mir täglich mit dabei jetzt. Also, man gewöhnt sich da so rein. Es wäre für mich jetzt komisch, schon keinen Salat mehr zu essen. Nein, ich habe wirklich ausnahmslos jeden Tag Salat gegessen. Ich denke mal, heute wird wieder ein bisschen gegrillt und so weiter, aber zu den heutigen Tag, da komme ich ja morgen zu. Ja, ist vor allem Salat Bestandteil meiner aktuellen Ernährung. Was natürlich gut für den Bauch ist, erfüllt sich dadurch. Ich habe nicht so viel Hunger natürlich. Ich kann mich also mit Salat ganz gut vollstopfen, sage ich jetzt mal. Natürlich stopfe ich mich damit auch nicht voll jetzt, aber ich kann natürlich davon vom Volumen her mehr essen, wie jetzt natürlich andere Sachen, ne? Ist ja klar. Und daher nutze ich das auch viel. Und letztendlich, wenn man den richtigen Salat für sich findet, ist es auch wirklich sehr lecker. Die Früchte sind für mich immer so Snacks. Manchmal mache ich mir so einen kleinen Obstsalat morgens. Ne? So habe ich das auch dann am Dienstag und Mittwoch gemacht, weil jeden Tag wirklich das Eiweißbrot, so langsam hängt mir das auch so ein bisschen raus. Ich variiere jetzt so langsam die Eiweißbrote. Im Aldi ist wieder ein etwas anderes wie im Lidl. Mir schmeckt das vom Aldi zum Beispiel besser, weil das so ein bisschen weicher ist. Ja, und so versuche ich dann mit meinen Lebensmitteln, an die ich mich schon gewöhnt habe, ja, dieses Projekt weiterzuführen. Wir gehen jetzt auf die Waage und ich zeige euch, was diese Ernährung, was ich euch jetzt so praktisch die ganze letzte Woche gezeigt habe, nach einer Woche so gebracht hat. Ich bin gespannt, was ihr davon hält. Überlegt euch vielleicht mal, was denkt ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt? Was könnte es sein? Und wenn ich euch das jetzt gleich mal zeige, dann schreibt ihr mir bitte in die Kommentare, ihr habt erwartet, dass das mehr ist, dass es weniger ist oder ist es genau das, was ihr erwartet habt. Also ich muss sagen, ja gut, wenn ich so überlege, ich habe nur dreimal Sport gemacht, darunter war einmal spazieren gehen, jetzt ganz grob gesagt, ist es okay. Es ist nicht mega viel klar. Man wünscht sich immer, wow, ich gehe jetzt auf die Waage und da steht was richtig Geiles drauf. Im Grunde ist es auch geil. Im Grunde ist es auch ein Gewicht, was wir jetzt hier schon auf dem YouTube-Kanal schon lange nicht mehr gesehen haben. Also ich bin jetzt in einer Verfassung, die jetzt schon sehr okay ist. Für meine Verhältnisse schon sogar sehr gut, ne? Wenn man 182 Kilo noch im Hinterkopf hat. Aber wie gesagt, so im ersten Moment dachte ich so, ich wollte ein bisschen mehr zeigen, aber andersrum, es war gar nicht so schwer. Diese Woche ist mir nicht so schwer gefallen. Und wenn ich überlege, wenn ich das so weiterführen würde, würden wir doch ganz schnell doch zum Ziel kommen. Leute, genug geredet, ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Ab auf die Waage! So, und ihr seht es, es sind 2,7 Kilogramm jetzt in einer Woche. Das heißt, ich habe dieses Ergebnis nicht heute aufgezeichnet, sondern am Dienstag, ne, wo praktisch die Woche zu Ende war. Jetzt müsste ich schon ein Stückchen weiter sein. Ich gehe natürlich nicht auf die Waage, um mich ja, selber ein bisschen da zu motivieren. Ich merke so, wenn ich zwischendurch mal auf die Waage gehe und da schon was Nettes draufsteht, dann kann es passieren, dass ich ein bisschen fahrlässiger mit meiner Ernährung umgehe. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann denke ich so, sieht doch ganz gut aus, da kann man sich doch was gönnen oder so. Bedenkt, apropos Stichwort gönnen, ich war sogar in der Woche einmal bei McDonald's und falls ihr euch erinnert, die Bestellung war gar nicht so klein. Das war eine ordentliche McDonald's-Bestellung. Dann die Woche, gut, die Temperaturen sind krass, man schwitzt jeden Tag. Das kommt einem natürlich entgegen in so einem Projekt. Ich denke mal, im Winter hätte ich nicht so viel abgenommen, mit Sicherheit nicht, ne? Aber ihr seht, die Ernährung, das muss alles gar nicht so schwer sein, um abzunehmen. Und der Aufwand, solche Sachen zu machen, ich habe euch ja auch den Tefal-Grill gezeigt, den ich habe, ist alles gar nicht so groß und gar nicht so schwer. Das sage ich immer, wenn es gut läuft, es ist gar nicht so schwer und ach, das ist ja kein Problem und so. Ja, ich weiß. Irgendwie ist das immer so, wenn man es nicht schafft, dann kommt einem das so wie so eine riesige Wand vor, an der man nicht vorbeikommt.
Und sobald man drin ist, denkt man sich so, huch, da musste ich ja nur einmal kurz meine, so einmal kurz drüber gehen, ist ja kein Problem, die Wand, so. Komisch, es ist komisch und ich habe auch wieder Angst, wieder ein bisschen, ja, nach diese 14 Tage vielleicht zu locker zu werden und dann wieder vor dieser Wand zu stehen. Es ist komisch, aber wirklich, wenn man drin ist, wenn man so ein paar Tage durchgehalten hat, dann ist das alles gar nicht so schwer. Ich hasse diese Worte bei mir selber, vielleicht bin ich in 4 Wochen wieder woanders, ich hoffe nicht natürlich, ich will das jetzt durchziehen. Wo ich sage, hat er wieder schon sowas gesagt, ne? Aber wirklich, es ist nun mal Fakt irgendwie, jetzt gerade stehe ich hier und denke mir so, hey, wo ist das Problem gewesen? So, Leute, das war jetzt alles für dieses Video. Ich habe euch ja schon in einem der Videos gesagt, na, ich habe so ein bisschen Bock, mal ein bisschen was zu variieren, dass die Videos nicht ganz so langweilig werden. Jetzt in Anführungsstrichen, klar, es ist so eine Abnehm-Challenge, wo man einfach nur jeden Tag brabbelt, was man so gegessen hat. Aber ich merke bei mir selber, wenn ich die Videos selber kurz anschaue oder bearbeite, dann muss das nicht irgendwie jeden Tag so sein. Deswegen habe ich mir so ein bisschen was überlegt für die nächsten Tage. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schaut auf jeden Fall rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Leute, bis morgen und ciao.